Aber auch noch fast. So, jetzt haben wir Skelettis. Die hüpfen einfach mal weg. So. Ne, ich vergiss das Öffnen auch nicht. Ich mag das Öffnen nicht. So. Hier war kein... Das heißt, es ist kein Schlüssel. Die Karte. Mit Start kannst du einen Blick auf sie werfen. So. Und wir haben auch schon die Karte. Rot, also die grauen Sachen sind wir noch nicht gewesen. Die weißen waren wir schon gewesen. Und Runenräume werden einfach mit Runen markiert. So. So, wir können jetzt nach oben gehen. Wir können aber auch nach links gehen. Ich glaube, wir gehen erstmal nach links. Weil wenn wir nach oben gehen, sind wir schon ein bisschen zu weit. Und ich will, wie gesagt, erstmal von links nach rechts arbeiten. So. Die Türen gehen, wie gesagt, auch meistens nur auf, wenn man die Räume cleart. Das ist ja noch ein leichtes Dungeon und ich bin wirklich noch gut in Form. Nicht mehr so ein Anfänger wie damals. Perfekt, du Wurm. So, und hier hinten haben wir eine poröse Wand. Das hört man übrigens an diesem Geräusch. Normale Wände machen nur so. Und hier hört man ja, dass hier was versteckt ist. Aber die Wand kriegen wir noch nicht auf. Noch haben wir den Gegenstand dafür nicht. So, 20 Rubine. Na toll. Du hast 20 Rubine gefunden. Geh sterben. So, diese Gegner sind äußerst aggressiv und eigentlich so gut wie unsterblich. Es gibt nur einen Gegenstand, der diese Gegner töten kann, weil diese, ich sag mal, Sonnen sind das für mich. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal in den Kommentar schreiben, was es in Wirklichkeit sind. Ich sag immer Sonnen zu den Dingern. Die Dinger muss man teilweise ausweichen. So, schnell den Schlüssel schnappen und weg. So. Wie gesagt, die können wir nur mit einem Gegenstand zerstören und den haben wir noch nicht. Und den kriegen wir auch erstmal so leicht nicht. Da ist auch noch eine Truhe, da kommen wir noch nicht hin. Das ist jetzt hier der andere Raum, also die andere Seite vom Raum. Und ein Schlüsselloch, also hier können wir zum Beispiel einen Schlüssel reinstecken, um weiterzukommen. Machen wir schon mal auf. Und hier werden wir rausgekommen quasi. Ein bisschen diese Musik, genießen. Weg da. So, und hier haben wir eine kleine Falle. Wenn wir jetzt nämlich nach vorne laufen, geht sie los. Natürlich schaffen wir das nicht, also jetzt auszuweichen. Aber wir haben ja hier einen kleinen Fels. Oder einen, weiß nicht, was das darstellen soll. Man sieht das ja einmal von oben. Also für mich sieht das aus wie so ein, ja, wie so eine Art Kiste oder ein großer Stempel. So, wir haben jetzt einen kleinen Schlüssel haben wir noch. Und da oben ist eine Eulenstatue, wo ein Stück fehlt. Naja, gehen wir erstmal hier lang. Vorsichtig natürlich. So, 117 haben wir schon. Sehr schön. So, und hier haben wir ein Rätsel. Das können wir natürlich erstmal nicht... Doch, das können wir eigentlich so lösen, weil ich habe damals einfach ausprobiert, wie ich konnte. Quatschen wir erstmal mit der Eule da oben. Die Statue will mir etwas sagen, doch ich verstehe sie nicht. Denn ihr fehlt der Schnabel. Ach ja, stimmt. In der normalen Link's Awakening-Version war diese Steintafel eine normale Steintafel, wo ein Stück fehlt. Hier in der DX-Version ist es so, dass es eine Eulenstatue ist, die reden kann. Ich hasse es übrigens, wenn die Eule redet. So, und wir müssen den Schnabel jedes Mal finden. So, das Rätsel ist ganz einfach. Wir müssen einfach nur den Felsen hier verschieben. Anfangs dachte ich, man muss ihn immer hier an diese Position verschieben, wegen Symmetrie. Aber es ist eigentlich egal, wohin ihr ihn schiebt. Die Tür geht immer auf. So. So, alles klar. Und das sind Stachis. Und diese Stachis haben auch nur einen wunden Punkt. Und der ist unter ihnen. Das heißt, sie rammen uns jedes Mal. Und wir können sie mit normalen Angriffen gar nicht schaden. Aber es gibt einen Trick. Wenn wir das Schild benutzen, landen sie auf dem Rücken. Und wir können sie ihren Bauch aufschlitzen. Okay, das klingt wirklich brutaler, als es sein sollte. Und wir haben eine Treppe. Oh, wieder ein kleiner Super Mario Funfact. Sidekick, ein Nintendo Sidekick. So. Ein fliegendes Herz, da kommen wir noch nicht ran. So. Der Abstand ist weit genug. Und wir haben den Dungeon-Gegenstand bekommen. Die Greifenfeder erlaubt es dir, große Sprünge zu machen. Übrigens, cool, dass es in dem Spiel wenigstens so ist, dass man die Gegenstände schon teilweise vorher kriegt, bevor man den Mittelboss bekämpft. In den anderen Zelda-Spielen ist es so. So, jetzt kommen wir auch hier ran. Ist es ja so, dass man erstmal den Mittelboss besiegen muss vom Dungeon.
also den Zwischenboss, und dann erst den Dungeon-Item bekommt. Also für Leute, die Zelda nicht kennen, es gibt in The Legend of Zelda immer pro Dungeon einen Gegenstand, der uns auf unserer Reise sehr große Dienste leisten wird. So, also wir können jetzt auch über Löcher rüberspringen. Und wenn ihr euch erinnert, wir hatten ja noch das Herzteil über dem Zauberwald. Das können wir uns jetzt holen, das Herzteil. So. So, wo waren wir jetzt alles? So, ihr seht hier links. Na, können wir da an die Karte? Nee, kommen wir nicht. Da ist immer noch grau, da kommen wir noch nicht hin. Über uns ist eine Truhe, da ist noch eine Truhe und da ist ein Boss. Ja, da haben wir das Dungeon ja fast geschafft. Mensch, du. Wie lange bin ich denn schon wieder beim Aufnehmen? Oh. So. Der letzte Schlüssel wurde gesteckt. Und hier ist die Truhe. Endlich. Mit dem großen Schlüssel lassen sich die Verstecke der Endbosse öffnen. Jetzt können wir nämlich erst den Endbossraum öffnen. Vorher konnten wir das noch gar nicht. Die sind nämlich immer speziell gesichert. Die Endbossräume. Also erst den Schlüssel finden, erst dann läuft man zum Endboss. Sonst irrst du echt ewig lange im Dungeon rum. Wie gesagt, das ist noch das Anfangsdungeon, das ist noch sehr leicht gemacht. Und alles liegt ein bisschen auf dem Weg. Wow, wow. Aua, blödes Vieh. So, und hier haben wir ein kleines Rätselspielchen. Wir müssen jetzt alle drei gleich, also auf den gleichen, also Peak oder Karo oder, je nachdem, müssen wir gleich kriegen. Also, drei Herzen wären mir am liebsten. Ich würde sagen, versuchen wir es einfach mal. Okay, Herz. Herz. Einmal Herz brauchen wir noch. Ja, er hat gleich geklappt. Klasse. Hätten wir es nicht geschafft, hätten wir es nochmal machen müssen. Und manchmal hänge ich wirklich ewig an diesen drei Idioten. Du hast einen Schnabel aus Stein gefunden. Suche nach der dazugehörigen Eulenstatue. Und hier ist sie. Die Eulenstatue. Erst musst du die Stachis mit dem Schild berühren. So, ja, dieser Tipp hat sie natürlich, den brauchen wir nicht mehr, denn wir wussten ja, na, dadurch, dass ich das Spiel schon mal durchgespielt habe, wie man die Stachis besiegt. Ich habe es damals, glaube ich, auch nur durch die Steintafel rausgefunden. Glaube ich zumindest. Naja. Und unseren ersten Zwischenboss. Oh. Oh. Der Trick ist dabei einfach die Säule, die er hier entlang rollt, auszuweichen und ihn dann erstmal so lange möglichst mit dem Schwert anzugreifen, dass er gar nicht an die Säule rankommt. So, das war's. Keine Chance gegen mich, gegen Igor, den Grausamen. Her damit. Das war gerade eine Fee und wir sind vollständig aufgefüllt. Und jetzt haben wir einen Teleporter. Den können wir immer benutzen, um vom Anfang des Levels immer wieder hierher zu kommen. Das ist äußerst praktisch, weil... Denn da ist schon der Endbossraum. Und der Endboss erwartet uns. Tete, bete. Butz, butz, rautz. Okay. Sehr gesprächig ist er nicht, es ist ein riesengroßer Wurm. Und wenn wir mal kurz auf die Karte gucken, was symbolisiert denn das Dungeon? Sieht doch aus wie ein großer Wurm, oder? So, alles klar, wir wissen, was der Boss ist und der Trick ist, wir müssen ihn am Schwanz treffen. Das ist ein einziger Wunderpunkt. Dabei haben wir links und rechts Löcher, die uns aus dem Kampf schmeißen, wenn wir nicht aufpassen. Okay. Ah, verdammt. Okay. Oh, wir haben es geschafft. Man muss ihn eigentlich nur dreimal hintereinander treffen, also... Wenn du es aber nicht rechtzeitig schaffst, also nicht schnell genug, dann erholt er sich wieder und der Kampf kann echt lange dauern. Mensch, für euch muss das bestimmt lahmarschig sein, weil ich die Gegner hier so schnell fertig mache. Wir haben einen Herzcontainer! So, wir haben einen ganzen Herzcontainer bekommen. Und da ist das versprochene Instrument, was uns die Eule gesagt hat. Du hast die Muschelgeige erhalten. Übrigens, immer darauf achten, was die Namen der Instrumente sind. Die haben immer irgendwas mit dem Meer zu tun. Und hier wird der nächste Tipp eingeworfen, wo wir als nächstes hin müssen. Sumpf. Sag mir, wo die Blumen blühen. Also Sumpf. Wir müssen in einen Sumpf. Also laut... Da ist unser erstes Instrument. Ihr seht, eins haben wir. Acht Stück gibt es. Also unsere Reise hat erst begonnen. Und... liebe Leute, ich sag euch, das wird lustig. So. Einen Sumpf haben wir noch nicht auf der Karte. Wir haben nur bis jetzt den Wurmpalast. Das heißt, wir müssen erstmal wissen, wo wir lang müssen.
Uhu! Was für ein Musikinstrument in der Sirene. Ich hätte nicht gedacht, dass du es findest. Du hast mir selbst gesagt, dass es hier ist. Dieses Instrument und 7 andere haben die Kraft, den Windfisch zu wecken. Du musst sie alle 7 finden. Finde alle 7 Dragonballs. Sorry, und ich habe die Aufgabe, dir den Weg zu zeigen. Nun führt dich dein Weg in den Schleimsumpf im Norden. Da war doch noch was. Ach ja, du bist so ein Penner. Geh weg. Okay, alles klar. Also man braucht alle Instrumente, um den Windfisch zu wecken. Und wenn wir den Windfisch geweckt haben, können wir die Insel verlassen. Das ist unser Ziel in diesem Spiel. Wir haben es klar vorgegeben. Das heißt, los geht's. Wir müssen in den Sumpf. Das heißt, wir müssen in den Norden. Aber bevor wir in den Norden gehen, gehen wir erstmal zum Strand. Denn wir haben immer noch die Hundefutter. Die Hundefutter vor allem. Boah. Geil, wenn man so springen kann. Wir haben immer noch das Hundefutter und das können wir immer noch tauschen. Und hier gibt es einen Händler, der ist sehr brennend dran interessiert. Erfährt man natürlich auch nur nach bei Vorgesprächen. So, nämlich hier, der Herr Krokodil. Was hast du denn da in der Hand? Nein! Ist genau diese Dose fehlt mir in meiner Sammlung. Bitte, gib mir die Dose Hundefutter. Bitte, 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 bitte. Kauf die doch einfach selbst. Wir können doch natürlich auch Nein sagen. Wir sagen einfach mal Nein. Hat wohl keinen Sinn, weiter zu bitten, oder? Solltest du die Meinung ändern, ich bin hier. Na gut, wir geben ihn trotzdem. Was hast du denn da in der Hand? Er sagt ja genau dasselbe Text. Wir geben natürlich die Hundefutterdose, denn was sollen wir mit Hundefutter? Oh, danke. Gib sie sofort her. Schmatz, Schmatz, Rülps. Das war gut. Es ist kein fairer Tausch, aber da hast du ein paar Bananen. Bums. Du hast die Dose Hundefutter gegen die Bananen getauscht. Guter Deal, Baby. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, der mag keine Bananen, aber Dose Hundefutter liebt er. Als Krokodil denke ich mal ganz normal. So, jetzt gucke ich erstmal mich noch ein bisschen hier um. Ach hier, an den kommen wir noch nicht ran. Der schmeißt die ganze Zeit mit Kokosnüssen. So. Hier kommen wir auch noch nicht rein. Hier wieder dasselbe Prinzip. Da brauchen wir etwas, um diese Felsbrockenwand aufzumachen. So, hier haben wir gestartet. Hier war unser Schwert. Mensch! Ah, immer dieses Götterhorn. Verfluchtes Götterhorn. Na gut, es ist ja eigentlich nicht schlimm, aber ich finde diese Melodie dafür, die man im Hintergrund ist, halt sehr nervig nach einer Zeit. Aua! Aua! Ey! Hat mir wehgetan! So. Rubinhammer. Gehen wir erstmal wieder in die Stadt zurück. Hey, du da! Ne, warte mal. Hey, du da! Es ist etwas ganz Schlimmes geschehen! Ja, ganz schlimm! Die Moblins sind ins Dorf gekommen! Ja, ganz viele! Eine ganze Gruppe von Moblins! Miblons! Moblins! Denn sie sind zu dem Haus, ja, das Haus von Struppi und der Frau. Sie haben etwas ganz Böses getan. Oh ja, das war vielleicht böse. Finde besser selbst heraus, was geschehen ist. Ihr seid so hilfreich wie immer. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal. Okay, ja, stimmt, hier war's. So, ihr seht schon, Struppi ist der Hund von der Frau, von der ich vorhin erzählt habe. Kreisch. Es ist entsetzlich. Sie haben meinen Struppi entführt. Sie, die Moblins. Warum hilft denn keiner meinen kleinen Struppi? Der hat so einen französischen Dialekt, hat die. Aber das findet man auch nur heraus, wenn man eine Weile mit ihr quatscht. So, Ulrira, mit denen können wir jetzt auch noch quatschen. Mal sehen, was er sagt. Ja, hier Ulrira. Nun, die meisten Moblins leben im Zauberwald, aber einige leben in einer Höhle auf der Tal-Tal-Erhöhung. War es das, was du wissen wolltest? Die Tal-Tal-Erhöhung. Das heißt, wir müssen noch weiter gegen Norden, um die Moblins ausfindig zu machen. Denn wir müssen ja den Hund finden. Und retten. Ja, das ist auch wieder so eine kleine Sidequest, aber es lohnt sich, wie gesagt, die alle mitzumachen. Wir haben jetzt bis jetzt, gucken wir mal, wie unser Stand momentan ist.
126 Rubin. Den Wurmschlüssel, den behalten, ist ja klar. Brauchen wir aber nicht mehr. Dann haben wir das Zauberpulver, die Greifenfeder haben wir jetzt. Damit können wir jetzt die Hindernisse überspringen, also die Schlüchte. Steine können wir nicht, also Felsen können wir nicht überspringen, genauso wie Vasen. Bisschen komisch. So, und ja, Bananen und die Muschel. Ich denke mal, wir holen uns jetzt erstmal... Ja, wir holen uns jetzt erstmal das Herzteil. Ich habe leider meine Uhr gerade hier nicht stehen. Ich weiß wirklich nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Ich glaube, wir werden nach der Rettungsaktion mal einen kleinen Cut machen. Ich höre jetzt schon die Buchrufe. So. Erstmal hier wieder durchdrehen. Wir können, wie gesagt, jetzt vieles abkürzen. Das ist jetzt sehr praktisch. So, und gegen Norden kommen wir ja jetzt, da wir jetzt die Schlüchten überspringen können. Teil der Macht. Na, nehmen wir es mal mit. Du hast einen Teil der Macht erhalten. Spürst du die Energie? Spüren Sie es, Mr. Krabs? So. Alles klar, wir haben das nächste Herzteil. Wir brauchen nur noch ein einziges. Dann haben wir einen weiteren Herzcontainer. So, und ihr seht, da oben ist ein Sumpf, wo wir hin sollen. Und hier ist eine Eule. Ein Fisch im Wind ist kein Fisch und kein Vogel. Ja, das ist eigentlich ein dummes Rätsel. Aus dem Weg. So, was haben wir hier? Tamarandberg? Schleimsumpf. Also hier ist der Schleimsumpf. Wenn wir jetzt auf die Karte gucken, ist hier das nächste Dungeon, Level 2. Gin-Grotte. Und Schleimsumpf. Okay, wie gesagt, wir müssen jetzt hier, wir sind jetzt, glaube ich, in der Taltalerhöhung. Wir müssen jetzt erstmal die Räuber ausfindig machen. Warum immer, was auch immer die mit einem Köter, also einen Kettenhund haben, anfangen wollen. Hier sind die Taltalerhöhen. Rechter Hand. Was rechter Hand? Der Fotoladen. Ah, stimmt. Auch etwas, was es nur in der DX-Version gibt. Den Photoshop. So. Das, wie gesagt, das gibt es in der normalen Version, gab es das noch nicht, aber dadurch, dass man ja jetzt bunt hat durch den Game Boy Color, kann man jetzt hier auch Fotos machen während des Spiels. So. Ich liebe es zu fotografieren. Darf ich auch dich fotografieren? Nein. Lass mich ein Foto schießen. Nein. Lass mich ein Foto schießen. Nein. Lass mich ein Foto schießen. Nein! Lass mir ein Foto schießen. Nein! Du willst kein Foto? Ehrlich nicht? Nein! Spaßbremse. Super. Ich nenne es Schluss mit lustig. Wie heißt du, mein Junge? Igor? Super. Hier ist dein Album, Igor. Schau hinein. Bevor du es gehst. Mal sehen, ob das Album voll wird. So, und ab jetzt wird dieser Typ uns überall ein kleines Foto hinterlassen, je nachdem, bei welcher Situation wir gerade hängen. So. Die Abenteuer des Igor. Möchtest du ins Album schauen? Ja. Möchtest du ein Foto anschauen? Wähle es mit N aus und drücke den A-Knopf. So, Schluss mit lustig. Jetzt können wir es auch dementsprechend drucken, aber wir haben... Ja, für den Game Boy gab es ja damals noch das Druckgerät. Gibt es ja mittlerweile nicht. Gibt es ja leider nicht mehr zu kriegen, glaube ich. Oder sehr, sehr schwer zu kriegen. Aber das war damals nicht so selbstverständlich wie heutzutage, dass man heutzutage alles drucken und kopieren und verschicken kann. Warte mal, da geht's in den Schauderwald. Da wollen wir, glaube ich, noch nicht hin. Oder Grimassenwald, glaube ich, heißt das. Wir wollen jetzt erstmal hier hinein. Hey, was willst du hier? Jungs, wo seid ihr? Ich brauche Hilfe. Hey, wirst du wirklich brauchen. So. Alles klar, den ersten besiegt. So, und jetzt erstmal seine Handlanger erledigen hier. Alles klar. Aha, du musst der Kopfgeldjäger sein, den Madame Miu Miu gesandt hat. Spricht man das aus? Um ihren Köter zu retten. Du solltest erstmal dich retten. So.
ausweichen und dann immer draufhauen, wenn er gerade... Oh, voll in den Pfeil gesprungen. Dann, wir laden wieder Schwert auf. Aua. Ich bin schlecht. So. Das war's. Das war der Kidnapper. So, gleich die Fee eingesammelt, dass wir wieder volles Leben haben. Und wir haben Kettenhund Struppi. Du hast Struppi gerettet. Ein furchterregender Köter.